Heute haben wir die neue E-Klasse im Testcenter zu Besuch, vollgepackt mit Apps, Internetfunktionen, Sicherheitssystemen und vor allem mit einem richtig großen, beeindruckenden Display. Und das schauen wir uns jetzt an. Wenn man in die E-Klasse einsteigt, dann sieht man das Besonderheit auf den ersten Blick, nämlich das riesige Display, das aus zwei einzelnen 12,3 Zoll Bildschirmen besteht. Die schauen wir uns jetzt mal an. Es sind wohlgemerkt keine Touchscreens. Es geht wirklich nur ums Anschauen. Im linken Bildschirm eben Tacho, Drehzahlmesser, die typischen Anzeigen für den Fahrer. Im rechten Display Navigation und gesamte Infotainment-System. Wie bedient man das Ganze ohne Touchscreen? Nun, die bewährte Sprachsteuerung, die wirklich gut ist, eine geringe Fehlerquote hat. Vor allem aber mit den Lenkradtasten, die haben ebenfalls eine Besonderheit, nämlich zwei neue Touchflächen hier, die wir dann nachher noch genauer vorstellen. Und daneben natürlich dann über den bereits bei Mercedes länger verbauten Command-Controller mit Drehfunktion, in dem Fall bei der Karte zum Zoomen zum Beispiel, und mit einem kleinen Touchpad auf der Oberfläche, sowie verschiedenen Tasten wie Home-Taste, Zurück-Taste. Und auf diesem Touchpad kann man dann auch Zeichen eingeben. Außerdem gibt es noch für einzelne Menüpunkte Schnellzugriffstasten, zum Beispiel hier fürs Radio. Das ist so ganz grob der Überblick über die vorhandene Ausstattung. Nun schauen wir uns die einzelnen Komponenten genauer an. Direkt vor dem Fahrer befindet sich das Kombi-Instrument. In dem sieht man eben die ganzen für den Fahrbetrieb typischen Informationen. Tachometer mit Geschwindigkeitsangabe, Drehzahlmesser, Verbrauchsanzeige. Das kann man aber, und das ist jetzt wirklich wichtig, verändern diese Darstellung. Und zwar über die Lenkradtaste, scrollt man ein bisschen rüber auf Inhalt. Nun kann man sich die Darstellung des Kombi-Instruments so einrichten, wie man es möchte. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier mal Drehzahl ausgewählt. Das ist jetzt die ganz klassische Ansicht. Links Geschwindigkeit, rechts Drehzahl, vor allem für den etwas sportlicheren Fahrer vielleicht. Man kann aber auch die Navigation direkt anzeigen lassen. Oder die Eco-Anzeige, dürfte wahrscheinlich jetzt weniger interessant sein. Interessanter schon der Verbrauch, auch mit der Restreichweite. Mercedes baut, wie auch andere Premium-Hersteller, ein Head-Up-Display ein. Und zwar eins mit einem Beamer, hier einem Projektor, der die Information an die Windschutzscheibe spiegelt. In diesem Fall sieht man jetzt zum Beispiel die gefahrene Geschwindigkeit. Wir stehen, also Null. Das Tempolimit, das hier gilt, und auch Richtungsangaben. Eine deutliche Erleichterung für den Fahrer. Tolle Komfortfunktion. Zurück zum Kombi-Instrument. Hier kann man natürlich auch die Telefonbedienung sich anschauen und auswählen. Die Mediensteuerung ist hier möglich, also beispielsweise Bluetooth-Streaming, Radioempfang, Navigation. Hier die Reisedaten, das ist ein typischer Bordcomputer. Wie viel bin ich gefahren, wie viel Kraftstoff habe ich verbraucht und schließlich noch die Serviceanzeige. Und jetzt haben Sie schon gesehen, womit ich das Ganze bediene. Diesen kleinen Touch-Button, der ist neu. Den gab es in der alten E-Klasse noch nicht. Hier kann man zum einen navigieren und durch einen Druck auch auswählen. Das liegt in der Hand, also intuitiver geht es eigentlich nicht. Also wirklich gut gelungen. Ansonsten gibt es hier noch Home-Tasten, lauter, leiser. Die anderen Lenkertasten sind nichts Spektakuläres, das haben andere Hersteller auch, aber diese beiden Touch-Buttons sind wirklich sehr, sehr gut. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, wofür ist der rechte da? Damit kommen wir gleich zum zweiten Display, das Mercedes verbaut. Damit bedient man nämlich nun das Infotainment-Display. Hier fällt sofort auf, der riesige Bildschirm, gerade für die Navigation, also eine richtig große Karte. Mehr Übersicht geht eigentlich nicht. Und Navigation haben wir jetzt schon gesehen, übrigens mit Live-Traffic-Daten von TomTom. In der Praxis, während unseres Tests, hat sich gezeigt, dass wirklich die Stauvorhersagen sehr, sehr genau sind. TomTom-Qualität halt. Beim Media kann man Musik, aber auch Videos übrigens, die Stadt wieder leiser, vom USB-Stick abspielen. Es sind mehrere USB-Ports verbaut. Hier der wichtigste übrigens, an dem auch die Smartphones für Android, Auto und CarPlay angeschlossen werden. Aber noch an anderen Stellen im Auto zum Beispiel, hier drin ist ein USB-Anschluss vorhanden. Daneben auch noch für eine SD-Karte ein Port. Aber die typische Quelle dürfte eigentlich Audio-Streaming vom Smartphone sein, das wie gehabt per Bluetooth gekoppelt wird. Das sehen wir hier dann auch. Dann gibt es natürlich die Freisprecheranlage. Es ist jetzt gerade mein Android-Smartphone, das nennt sich Autotest, gekoppelt. Eine pfiffige Funktion hier, die ich unbedingt vorführen möchte, ist die SMS-Funktion. Man kann nämlich hier nicht nur SMS lesen, das wäre jetzt nicht so ungewöhnlich, sondern man kann sie sich, wie man hier sieht, auch vorlesen lassen. SMS von Snapcard vom 13.05. Gut, an der Aussprache des Englischen kann man auch arbeiten, aber man muss nicht mehr hinschauen, bin ich abgelenkt vom Verkehrsgeschehen, schaut nach vorne und trotzdem weiß man, worum es geht. Und übrigens kann man genauso auch SMS aufsprechen. Sicherer geht es eigentlich nicht mehr.
Hier haben wir eben das Hauptmenü. Und dann gibt es eben noch Fahrzeug und System. Das ist uns weniger spannend, ist Connect. Hier haben wir einen Browser, auf den möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Den kannten wir schon aus dem Vorgängermodell und der ist nicht überzeugend. Ziemlich langsam, schwer zu bedienen. Man benutzt besser das Smartphone im Auto. Die Apps dagegen, die sind okay. Die Verbindung hier läuft übrigens bei unserem Testwagen über eine intern verbaute SIM-Karte. Man kann natürlich auch ein Smartphone koppeln, aber die bessere Lösung ist, wenn man das Paket von Mercedes-Benz gleich mitkauft beim Neuwagenkauf, dann ist hier die Karte fest verbaut. Da stehen auch Notruffunktionen und Pannennotruf zur Verfügung. Wir haben Internetradio über TuneIn, Wetterbericht, lokale Suche von hier, also nicht von Google Maps, sondern von hier. Das dürfte jetzt kaum jemanden überraschen, denn Mercedes-Benz hat zusammen mit Audi und BMW hier übernommen. Hier kann man nach Puls suchen, aber es gibt auch eine freie Suche, wo man selber eingeben kann, was man möchte. Ja, das sind eigentlich die wichtigsten Funktionen dafür. Diese E-Klasse ist der erste Mercedes, den wir hier zum Testen haben, mit CarPlay und Android Auto. Beides sind Schnittstellen zur Integration eines iPhones bzw. Android-Smartphones in das Fahrzeug. Falls ihr mehr wissen wollt zu CarPlay und Android Auto, wir haben bereits Videos dazu, sehr ausführliche. Die blenden wir jetzt ein, könnt ihr gleich anklicken. Aber jetzt schauen wir uns mal konkret die Integration in der E-Klasse an. Dazu verbinden wir unser iPhone. Das Fahrzeug erkennt, dass ein iPhone verbunden ist. Jetzt sieht man schon den Aufbau, das sind also die von Apple für CarPlay freigebenden Apps. Was ist das Besondere? Mercedes verbaut anders als Volkswagen, Toyota, Mazda und andere, die ganzen Volumenhersteller, keinen Touchscreen. Ich kann da also jetzt nicht draufdrücken. Und das typische Bedienkonzept von CarPlay in Android Auto ist aber, dass man eigentlich die Icons anklickt. Das geht hier nicht, das ist ein Nachteil. Man muss ganz klar sagen, diese intuitive Bedienbarkeit während der Fahrt, mal kurz draufklicken, entfällt. Stattdessen muss man mit dem Command-Controller die gewünschten Icons auswählen. Aufgrund des großen Bildschirms hat man einen recht guten Überblick. Man weiß schon, wo es ist, aber man muss halt trotzdem kurz hinschauen, zu sehen, aha, hier ist Musik aktiv. Und dann kann man es halt erst auswählen. Also der Touchscreen wäre die bessere Lösung. Davon mal abgesehen, ist die Bedienung von CarPlay hier drin gut gelungen. Muss man also schon anerkennen, übrigens auch mit Siri. Alvin, darf ich denn für dich anrufen? Siri ist sofort einsatzbereit. Und was man auch noch lobend anerkennen muss, es funktionieren manche Lenkradtasten. Man kann mit Siri per Knopfdruck starten. Und auch lauter, leiser funktioniert, wie man sofort sieht. Das ist nicht selbstverständlich. Bei vielen Fahrzeugen, die wir im Testcenter hatten, lässt sich CarPlay in Android Auto eben nicht über die Lenkradtasten bedienen. Also von daher kann man eigentlich keine Kritik üben. So viel zu CarPlay. Und jetzt werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf Android Auto. Dazu ziehen wir unser iPhone ab. Greifen zum Android-Smartphone. Das sollte jetzt im Idealfall auch automatisch erkannt werden. Das ist der Fall, wie man sieht. Schon haben wir den Startbildschirm, wie bei Musik. Und auch hier gilt wieder eben Bedienung über den Command-Controller, kein Touch möglich. Bei Android Auto funktionieren ähnlich wie bei CarPlay auch wieder einige Lenkradtasten, zum Beispiel für die Sprachsteuerung, länger draufdrücken. Schon könnten wir uns unterhalten mit Google, er reagiert, aber das wollen wir jetzt nicht vorführen. Ein wesentlicher Vorteil von Android Auto ist halt die integrierte Navigation mit Google Maps. Ich habe das auf dem PC, kostet nichts, hat allerdings natürlich das Nachteil, dass Traffic anfällt. Eigentlich alles im Internet nachgeladen wird. Und ansonsten hat man natürlich dann, kann man über das gekoppelte Smartphone auch telefonieren, wie man hier sieht. Also Integration sowohl von CarPlay als auch Android Auto hat Mercedes-Benz ziemlich gut hinbekommen. Muss man wirklich anerkennen. Da haben wir schon schlechtere Fahrzeuge gehabt, deutlich schlechtere. Mercedes bietet für den Fernzugriff auf das Fahrzeug sowohl für iOS als auch Android eine App an, die Mercedes Me App. Die schauen wir uns jetzt auch noch mal ganz kurz an. Hier sieht man den Fahrzeugzustand, zum Beispiel, dass eben die Türen entriegelt sind. Klar, wir sitzen ja jetzt drin. Man sieht die Reichweite, also wie viel Kraftstoff noch da ist. Gefahrenen Kilometer, hier ist die Reichweite. Wenn man mehr Informationen zum Fahrzeug möchte, also es entriegelt, Türen sind offen. Kann man sich alles anzeigen lassen, Kühlflüssigkeit, Wischwasser. Nicht den Ölstand übrigens, der kann man nicht abfragen. Gut, dann weiß man, sobald man zu Hause ist, schaut nach, sind die Türen verriegelt. Kann man sich anschauen. Man kann die auch verriegeln. Das geht also durchaus. Mal länger draufdrücken. Habt ihr es vielleicht gehört? Schon ist verriegelt. Spannend ist hier noch die Karte. Die ist nämlich nicht nur dazu da, um sich einen Überblick zu verschaffen, wo man gerade ist, sondern hier kann man auch Suchziele eingeben. Das mache ich jetzt mal. Berlin. Wird dann die Route angezeigt. Und das Spannende ist, man kann jetzt die hier ermittelt die Route, die wird an das Fahrzeug senden. Die wird hochgeladen und landet dann quasi
im Navigationsgerät im Fahrzeug. So eine Möglichkeit, eine Karte von der App aufs Fahrzeug zu übertragen, bietet zum Beispiel auch Audi mittlerweile an. Also es ist nicht nur Mercedes, aber es ist wirklich rund und gut gelungen. Kommen wir zum Fazit. Absolut top, das riesige Display, genau genommen die beiden einzelnen Displays, gut ablesen lassen, sehr übersichtlich sind, gut zu bedienen. Auch die Integration von CarPlay und Android Auto ist grundsätzlich sehr gut gelungen, vor allem auch dank der gut integrierten Lenkradtasten. Negativ ist halt nur der fehlende Touchscreen, das ist halt grundlegendes Systemproblem, sagen wir mal. Auch die ganzen Zusatzfunktionen, zum Beispiel per App, dass man sich da die Karte ans Fahrzeug schicken kann, aber auch das SMS diktieren und vorlesen lassen zum Beispiel. Also eigentlich ein rundum gelungenes Paket, das allerdings seinen Preis hat. So ganz grob mit Command Online, Digitalradio, Head-Up-Display, zusammengenommen zahlt man ganz grob 4.500 Euro Aufpreis für das System. Viel Qualität, aber auch für sehr, sehr viel Geld. Was haltet ihr von der Ausstattung? Wie gesagt, viel Qualität, viel Leistung, aber auch für sehr, sehr hoher Preis. Was meint ihr? Würdet ihr euch so ein Auto kaufen, beziehungsweise diese Ausstattung mitordern? Schreibt das einfach als Kommentar unter unser Video.